Er spricht Sachen an, wie zum Beispiel, wenn jemand, wie zum Beispiel das Völkerrecht gebrochen wurde und wie, was, wo, wie das dann zusammenkam, 9-11, wo ich normalerweise eine ganz andere Ansicht hatte. Und dann hat er auf einmal gesagt, das WTC, also World Trade Center 7, und dann habe ich mir das dann auch angeschaut und gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja der Hammer. Man sieht ja richtig plopp, plopp, plopp. Also, das ist jetzt die Warnung, die ich jetzt hatte. Ob das jetzt jemals irgendwann rauskommt, kann ich nicht sagen. Aber zu dem Kollegen, der jetzt vorher da dran war. Ich glaube, wir können in verschiedenen Medien lesen, dass Herr Doktor auch Verleugnung von Holocaust auch geäußert hat. Da kann ich nicht mal ansatzweise sagen, da ist irgendwas dran. Also, wie soll ich sagen? Wenn da jetzt irgendwas gewesen wäre, dass er jetzt irgendwie sich antisemitisch ausgedrückt hätte oder irgendwas gesagt hätte, ja, das stimmt. Nichts. Also wir reden von, das existiert ja gar nicht. Nicht mal ansatzweise.